Ich bin direkt vor dem U-Boot, Doc. Aber ich komme nicht rein. Ich brauche deine Hilfe. Meine Familie ist keine 100 Meter mehr von mir entfernt. Diese Scheiß, Na sag schon. Automaten mit der Zirkusmusik immer. Die erschrecken einen auch immer so schön. Ist echt herrlich. Oh, ein Weinglas. Oh, achso. Alkohol braucht das Zeug auf. Fuck. Kann ich mal hier irgendwie? Ha. Hier kommt Wein runtergerollt. Zigaretten. Was ist damit? Nix. So. Oh, da muss man. Kann das mal aufhören? Hacken. Hacken. Wir haben lange nichts mehr gehackt, oder? Ich dachte jetzt eigentlich so, wir haben lange nichts mehr gehackt, habe ich so ein Gefühl. Eigentlich jetzt bestimmt, also die ganze Folge haben wir nichts mehr wirklich gehackt, oder? Habe ich was vergessen? So. Und so. Und fertig. Whip. So, jetzt ist das Geschütz meine. Schrotflinte. Eve, Pistole. Wie war denn das? Das Alkohol. Das ist alles Alkohol. Senkt mein Eve, aber steigert mein Leben. Oder irgendwie so war das doch, ne? Aber das will ich ja eigentlich nicht. Was ist denn das hier für ein Gerät? Der Gerät. Hallo? Oh, ein Dingens. Der Bummens hier. Tagebuch. Wir sind alle hier runtergekommen, weil wir dachten, wir werden alle Glieder in Ryans großer Kette. Aber es hat sich herausgestellt, dass Ryans Kette aus Gold ist. Während unsere Ketten Schlösser haben und dicke Eisenkugeln. Wir... Drück auf den Schalter oben im Überwachungsraum und lass mich rein. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns mal kennenlernen. Kaffee. Schön, du hattest deinen Spaß, aber genug ist genug. Wenn du diesen Knopf drückst, wirst du erfahren, was es heißt, mein Feind zu sein. Wirst du erfahren, was es heißt, mein Feind zu sein? Will ich das wissen? Eigentlich interessiert es mich schon ein bisschen. Hallo? Jetzt kann ich ja nicht mehr zurück. Alter, wo hänge ich denn fest? Oh, wer hat denn das gemacht? Wer hat denn sowas gebaut? Hallo? Jemand zu Hause? Diesen Knopf hier? Hallo? Chamber Dingsy? Bleib! Angst. Ist da oben eine Sicherung durchgebrannt? Ich kann hier drin überhaupt nichts sehen. Gib mir einen Moment und ich hole dich da raus. Moira, kannst du mich hören, Liebling? Gib mir einen Moment und ich hole dich da raus. Die Musik. Es ist so dunkel hier drin. Wenn dein Freund nur nach oben schauen und dich sehen würde, vielleicht könntest du ihn warnen. Oder wenigstens irgendetwas tun. Außer nur tatenlos zuzusehen, wie er stirbt. Oh nein! Fleiße! Überall! Ich kann sie nicht aufhalten! Ich muss mich zurückziehen. Hol meine Familie daraus. Wir treffen uns dann so schnell wie möglich wieder. Halt die Fresse. Oh crap.
Oh. Fucking Viecher, ey. Für so leicht durchschaubar hältst du mich also. Dass sie immer so übertreiben müssen, die Viecher. Die Parasiten, die fassen selber. Was passiert denn jetzt hier? So, nimmt's hier alles, oder was? Hallo? Das verstehe ich jetzt nicht. Hallo? Stirb, Mann! Mama. Hallo? Was ist passiert? Hau ab, wenn du kannst! Raus da! Wir treffen uns woanders wieder! Raus da! Wir treffen uns woanders wieder! Hey. Geh doch runter von deiner eigenen Bühne. So ein Scheiß hier. Oh. Aha. Cool. Die Dinger kann man kaputt schießen. Hallo. Ein Tagebuch. Ich habe heute Morgen mit dieser osteuropäischen Wissenschaftlerin gequatscht. Sie hat einen ziemlichen Knacks. Genau wie alle anderen Häftlinge, die sie aus den Straflagern befreit haben. Aber sie ist keine Spinnerin. Sie bringt mir so viel Kohle ein, dass Ryan dagegen wie ein kleiner Zeitungsjunge aussehen wird. Sie braucht nur noch ein paar Zutaten, um die Sache zum Laufen zu bringen. Und einen Freund, der auf sie aufpasst. Das U-Boot! Bleib! Rein wie ein Attentäter und versuchst dann dich aus dem Staub zu machen wie ein Dieb. Du bist kein Schnüffler von der CIA. Wer bist du? Weshalb bist du hier? Nun gut, es gibt zwei Möglichkeiten, mit einem Rätsel umzugehen. Man kann das Geheimnis aufdecken oder es beseitigen. Ach ja, die Herzen zählen ja jetzt als Verbandskästen, ne? Aber ich wollte ja mal noch gucken, wo das da hinten hochgeht. Weil da ging es ja noch nach oben auf der anderen Seite. Ich hab gedacht, da geht's weiter. Wahrscheinlich geht's dort weiter, wo ich... Also am U-Boot vorbei weiter. Ich wollte mal noch gucken, was hier ist. Ach ne, das geht hier nur im Kreis. Aha. Hat hier nicht noch was geleuchtet vorhin? Komisch. $16. Das nehmen wir mal mit. Da haben wir wieder volles Leben. Und dann, hallo? Jetzt hänge ich an der Lampe fest, oder was? Hallo, Lampe, Lampe? Was soll denn das? Lampe. Die böse Lampe hält uns fest. Haben wir soweit alles eingesammelt? Sieht so aus. So far. Bandagen. Kuchen mit Cremefüllung. Und hier haben wir wieder ein Memo-Tagebuchgerät. Dieser irische Mistkerl hat mir einen Handel angeboten. Ich liefere Ihnen Fontaine ans Messer und ich bin ein freier Mensch, ganz einfach. Woher soll ich wissen, dass dieser Wichser nicht von Fontaine kommt? Woher soll ich wissen, dass nicht alle zu Fontaine gehören? Fontaine hat das Adam und jeder will es haben. Ryan hat nur eine große Klappe und einen schicken Anzug. Sogar hier unten sieht jeder Idiot, woher der Wind weht. Tja. Dann gehen wir mal nach Arcadia, Arcadia.
Du! Ein Verbandskasten. Patrick! Das sieht Ryan ähnlich. Wartet, bis wir fast draußen sind und dann schlägt er zu. Leim. Wir finden diesen Dreckskerl. Wir finden ihn und dann reißen wir ihm das Herz aus dem Leim. Machen wir das? Ich bin an diesen Ort gekommen, um das Unmögliche zu erbauen. Du aber bist gekommen, um zu stehlen, was du niemals selbst hättest erschaffen können. Ein Hunne, der staunend vor den Toren Roms steht. Sogar die Luft, die du atmest, hast du nur von mir geschnorrt. Nun denn, atme tief ein. Dann kannst du dich später vielleicht an ihren Geschmack erinnern. Teegarten. Das ist ja cool. Der Teegarten. Die große Kette. Hier zur Metro Station. Kommen wir nicht rein? Kommen wir hier rein? Ne. Ne? Oh, ist das hübsch. Tea Garden. Boop. Niedlich. Ach, und hier liegen ein paar Leichen. Leere Hypospritze. Was bringt mir das denn? Oh, ein Film. Kamera. Ein Memo wieder. Ah, nein, ist ein Tagebuch. Oh. Sieht ganz so aus, als würden einige armselige Gestalten schon anfangen, Gespenster zu sehen. Gespenster. Ryan hat gesagt, es sei eine Nebenwirkung der Plasmide. Die Erinnerungen des einen Schwachkopfs werden durch genetisches Sampling auf den anderen übertragen. Wassereinbruch, Geisteskranke, Rebellion und jetzt auch noch Gespenster. Ist das Leben in Rapture nicht einfach wunderbar? Kannst du mir helfen, Mann? Kannst ja, total geil. Die Tür geht schon noch auf da. Wahrscheinlich jetzt noch nicht. Oh je. Wo muss ich hin? Hier nun. Da nun, da nun. Na gut. Gucken wir erstmal hier. Ja, rennt halt wieder alle weg und lauter so ein Scheiß. Ihr könnt mich doch mal am Arsch lecken. Hallo, Schluffelchen. WTF. Hallo, Schnuckelchen. Da hat er sich in Luft aufgelöst, nur weil ich ihn einmal mit so einem Blitz getroffen habe, oder was? Wozu brauche ich einen Gummischlauch? Dünger. Was passiert denn hier? Schon wieder. Ah, ist das creepy. Splitter Granate. Hier ist nichts mehr. Hallo? Ist hier jemand? Hey, hier! Okay, der löst sich irgendwie mal Luft auf. Und der rennt von mir weg. Soll ich dem helfen oder was soll ich denn mit dem machen? Da hat er irgendwas von gesagt, von helf mir oder so zu Anfang. Überraschung, Kumpel! Nee. Ich geb dir gleich mal Überraschung, Kumpel. Houdini-Splicer, okay. Strange. Du kannst mich mal. Oh, wie dein Tagebuch. Diese
Dieses Arcadia ist ab heute nur noch für zahlende Gäste geöffnet. Erst stellt der Mann mich ein, um einen Wald auf dem Meeresgrund zu pflanzen. Und dann sorgt er dafür, dass ein Waldspaziergang ein Luxus für Privilegierte wird. Rein fragt, sollte ein Farmer seine Nahrungsmittel nicht verkaufen dürfen? Darf ein Töpfer kein Geld mit seinen Töpfen verdienen? Ich wollte gerade anfangen, mich mit ihm zu streiten, als mir wieder einfiel, wer mein Gehalt bezahlt. Das Einzige, was schlimmer ist als ein Heuchler, ist ein arbeitsloser Heuchler. Auch in schweren Zeiten bewahren wir stets Haltung. Kaffee. Warum ist denn jetzt wieder das Licht ausgegangen? Na, bleibt. Hallo? Hallo? Meine Liebe, wie geht's denn so? So, hier weiter. Feuer. Brennen die? Wie lange brennen die? Wie soll ich dir helfen? Wage es mich an. Lauf nur weg. Aus Lock. Wo ist meine Puppe? Was? Tuggish Splicer. Was will ich denn eigentlich mit Leim? Das verstehe ich nicht ganz. Versuchst du das? Brenn doch einfach, du Knallerbse. Na. Komm, verbrenn einfach, du Hoden. Na. Wie lange dauert das denn? Letzter Tod. Maschinengewehr! So. Jetzt muss ich wieder Eve benutzen. Ach so, es ist geladen. Oh, der eine ist verbrannt, hervorragend. Und der andere hat den... Burning Leader Splicer. Neues Tonikum, statische Entladung 2. Bremst ihre alte statische Entladung andere nicht schnell genug ab, dann rüsten sie noch heute auf die statische Entladung 2 auf. Gehen tun. Aha. Boom! Dafür gibt es bestimmt jetzt 0 Punkte oder so. Bonus mehrere Motive. Die laufen weg! Jemand! Oh! Wo ist er? Dass das so ungenau sein muss, das Ding. Das wäre so cool, wenn das genau wäre. Ach, der hat sich da hinten wieder geheilt, der... Arsch. Hallo! Halt die Klappe. Wie wär's? Ah. Die gehen mir tierisch auf den Sack, die Dinger. So. Wir müssen jetzt um die Ecke rum. Und hier rüber. Dann nach oben. Noch weiter nach oben. Jetzt brauchen wir noch eins nach oben. Das hier, genau. Zack und fertig. Und das Geschütz ist mein.
Nehmen Sie ihn nicht! Was ist das für einer? Tagish Splicer. Okay. Erhöhten Schaden sind anfällig für Antipersonen-Munition. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hä? Was hat mir jetzt Schaden gemacht? Mein eigenes Dings oder was? Napalm für Chemowerfer. Okay. Was ist denn der Chemowerfer? Den habe ich ja auch noch nicht, oder? La 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 la. Was haben wir hier? Oh, geil. Autohacker, zack. Das war ein schweres Safe. Mal gucken, ob da auch was Gescheites drin ist. Antipersonen, Napalm, Patronen. Hülle. Wozu brauche ich eine Patronenhülle jetzt nochmal? Eine leere? Ich glaube, das bringt mir absolut überhaupt gar nichts. Septisch! Unhygiene! Gut. Geht wohl nicht. Sie doch gerade auch. Ach, jetzt. So. Nom, 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 Kaffee. Lecker Kaffee. Was haben wir hier? Ein Film. Kann nicht schaden. Eve, sehr gut. Und der ist verbrannt. Messingrohr. Ich frage mich echt, was ich mit solchen Sachen machen soll. Messingrohr, hallo? Was bringt mir das? Hallo? Jemand zu Hause? Ach ne, hier kommt mal her. Hier müssen wir lang, okay. Nein, 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 nein. Wo versteckst du dich? Huch. Bing, was ist das? Leader Splicer wieder mal. Oh, die hält ein bisschen mehr aus. Es war eine vergnügliche Nacht. Ja, wenn du das sagst. So. Das war so ein Tuggish Splicer. Alkohol. Hm. Na, von mir aus. Eve habe ich immer irgendwie voll wenig. Das ist immer so schnell alle. Was liegt hier wieder? Schrot haben wir hier noch. Was macht denn hier immer? Wohnt hier eine Eule oder was? So. Oh, nee, das ist viel zu schnell für eine Eule. Da müsste das. So. Saturnjünger! Lauf! Lauf! Saturnjünger? Was sind denn Saturnjünger? Wo bin ich denn hier? Hier geht's nicht. Sie kommen! Dieser Ort gehört uns! Uns! Uns, uns. Arcadia Taylor. Wo ist denn hier jemand? Ein Autohacker, na danke. Und wo sind jetzt hier Gegner? Eine Schraube, toll. Wozu brauche ich das denn? You invent. Toll. Ah, da kann ich aus den Sachen, die ich gesammelt habe, was herstellen. Cool. Wenn man das hackt, was passiert damit? Ah, da brauchen wir weniger. Okay. Cool. Das ist cool. Dann springe ich mal darüber, um das Eve einzusammeln. Auch nicht. Ah, Telekinese, ne?
Lalalalalala. Ich bin Minister aus Versäuber. Ich habe meine Tochter heiratet, nicht er.